zu Ihnen daheim. Ich bin gerade hier am Dämpfen fürs Beilauf. Grüezi miteinander zusammen. Schauen, was wir bekommen haben. Was? Von der Hochschule Wedischwil ist das. Das ist für die beste Kochsendung. Es gibt die goldene Olive. Das ist Gold bekommen für das beste Olivenöl. Filippo Birio Monti Blei. Mit dem koche ich auch heute. Das ist gleich diplomische Blumen. Das kann eh niemand richtig lesen. Das hängt mir schön sauber auf. Da. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Vom Aroma her ist schön fruchtig und schön kräftig. Passt super zum Fischgericht. Und wir haben heute Lachsforelle mit einem scharfen Pfirsichbeilauf. Und das sind unsere Zutaten. So, was ich hier noch reinraffle, ist gerade der Ingwer. Ich bin bereit zum Dämpfen von Zwiebeln, Knoblauch und dem Chili. Und eben dem Ingwer. Das ist jetzt gerade gut. Dann kann ich gerade dazugeben den Reis. Das ist ein Langkornreis, ganz typisch für ein Beilauf. Natürlich warten, bis es schön glasig ist. So, gleich ablöschen mit dem Bouillon. Das schmeckt schon gut. Schade, dass Sie nicht auch etwas damit bekommen von daheim. Zudecken und während 20 Minuten lasse ich es jetzt köcheln. Nebenzu mache ich schon die Marinade. Dann die gleichen Zutaten trainiert, wie ich schon ins Beilauf hier habe. Das heisst Knoblauch, Ingwer drin. Jetzt kommt noch etwas Schärfe drin. Mit schön, mit einem Chili. Dann Olivenöl. Gut verrühren. Und jetzt kommt das über die halbierten, in der Länge, längs halbierten Lachsforellen drin. Dann schön, kann ich alles draufgeben, schön marinieren, etwa während 30 Minuten. Und das am besten in den Kühlschrank herstellen. Mhm. Renni, kann ich dir das gerade geben? Ja. Super. Was isst du hier? Chips, Fisch und Chips. Jetzt habe ich extra ein feines Beilauf gekocht. Mhm. Darf ich auch ein Bon Chips? Oh, jetzt hast du extra ein feines Beilauf gekocht. In diesem Fall schneide ich hier weiter. Die 40 die schneide ich Würfel, die kommen nachher ins Beilauf rein und anschliessend noch die Hälfte über den Fisch rein. Gell, und dir schmeckt es? Mhm. Das sind die neuen knackig frischen Chio-Chips mit der unvergleichlichen Würze. Nur spezielle Herdöpfelsorten eignen sich für wirklich knusprige Chips. Der Anbau und die Qualität wird darum ständig von Chio kontrolliert. Auch die Gewürze werden besonders sorgfältig ausgewählt. Es gibt drei Sorten. Ready Salted – pure Herdöpfel mit Salz verfeinert. Red Paprika – der absolute Klassiker, würzig intensiv. Und Oriental Spices – raffiniert orientalische Würze und feine Schärfe. Drei Sorten Chio Chips – jetzt zum Einführungspreis bei Coop. Ja, aber Susanne, das muss schon ein bisschen schön da hängen, nicht? Ja. Haben wir schon mal ein Diplom bekommen? Du, wer hat es aufgehängt? Wir kommen zu unserer Lachsforelle mit scharfem Pfirsichpilaf. Ich habe hier Forelle schön braten. Vorher noch zuerst bemehlen, dass sie schön braten ist. Und jetzt können wir sie gerade anrichten. Aha. So. Und die kehren wir um. Und so beide Seiten gerade so schön drauf. Prima. Dir gebe ich hier gerade die Würfel rein. Aha. Kann man gerade in die gleiche Pfanne machen, auch die Marinade. Ja. Mhm. Ich tue den Fisch nur noch würzen mit Salz. Mhm. Das Beilauf anrichten. Da habe ich die Hälfte der Würfel, der Pfirsichwürfel, bereits reingetan. Also einfach so in den letzten 5 Minuten. So. Das schmeckt total gut. Mm-hmm. Und es ist schon fertig? Ja, sicher. Tipptopp. Die noch ein bisschen drüber verteilen. Und da kommt jetzt einfach nur noch über den Fisch rein. So, und dann noch etwas. Mm-hmm. Voilà. Das wär's. Das Rezept könnt ihr ausdrucken im Internet oder nachlesen in der Coop-Zeitung. So, das wär's wieder für heute. Und nächste Woche unbedingt wieder einschalten, dann erwarten Sie ein tolles Jubiläumsangebot von Supercard. Schönen Abend und bis dann. Gute Woche. Jetzt essen wir noch etwas. So Bombschips oder so?